Ja? Es hat noch nie jemand Nein gesagt zu mir. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zur One Arm Baby Challenge. Wir sind gerade im Urlaub und Sunny hat morgen Geburtstag. Es ist total aufregend, was wir heute alles vorhaben. Aber eine kurze Ankündigung zuvor. Denn ich werde umziehen im Oktober und zusätzlich bin ich noch im Urlaub im Oktober. Heißt, ich werde jetzt die nächsten 2-3 Wochen sehr viele Folgen schon vorab aufnehmen, damit keine Pause wirklich existiert für euch. Heißt, ihr bekommt immer noch jede Woche einmal die One Heart Baby Challenge zu Gesicht. Allerdings wird es dann nicht mehr so sein, dass ich dann auf die Kommentare wirklich eingehen kann während der Folge. Deswegen hinterlasst mir gerne immer wieder Babynamen oder wie wir die Okkult Babys nennen sollen. Einfach rein in die Kommentare damit, dann kann ich auch darauf eingehen. Aber es ist halt... Ja, es ist so, wie es ist. Ich möchte aber nicht, dass ihr ohne Sims-Content von mir auskommen müsst. Das wäre ja katastrophal. Katastrophe. Also entweder am 6. oder 13. wird es die Folge sein, wo ich dann wieder aktuell quasi bin mit den Kommentaren und wirklich auch interagieren kann in den Videos. Also verzeiht mir das bitte, aber ich muss halt ein bisschen vorplanen, denn der Umzug wird mir schon sehr, sehr viele Nerven kosten. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich erstmal ohne, ja, quasi Setup da bin, beziehungsweise ohne Internet. Und das wäre ja natürlich schade, wenn ihr das entsprechend dann nicht haben würdet. Euren Spaß. Deswegen verzeiht mir das bitte, aber ich wollte euch das nur vorab ankündigen. Und zusätzlich, während des letzten Streams haben wir ein bisschen weiter am Haus gearbeitet. Deswegen hat Sunny jetzt auch ein bisschen weniger Geld. Es ist sehr eskaliert. Ich bin immer noch nicht zufrieden damit. Aber wenn wir zurück sind, zeige ich euch das noch ein bisschen. Und das war auch das vorerst letzte Mal, dass ich das on-stream mache, logischerweise. Denn ich möchte euch nicht spoilern, wenn ich beispielsweise dann... kurz vorm Urlaub sagen würde, okay, wir gestalten das One Heart Baby Challenge Haus um und die Folge, die ich davor aufgenommen habe, ist nicht mal ansatzweise so, wie ich das quasi live gestellt habe. Versteht ihr, was ich meine? Dann spoilere ich ja damit, was für Kinder wir haben, wie viele Kinder und so. Und deswegen habe ich gedacht, nein, das war das vorerst letzte Mal. Das nächste Mal wird dann im November sein. Und ich kann mir auch vorstellen, so richtig krass aufwendig werde ich erst das nächste Haus gestalten, quasi für die Nachfolgerin von Sunny. Oh mein Gott, ich spreche schon davon. Aber Sunny lebt noch und Sunny wird erst zu einer Erwachsenen. Kommen wir zur jetzigen Folge, was wir geplant haben. Es ist ja Samstag, wir haben noch 2 Urlaubstage, wie mich das Spiel auch noch daran erinnert hat. Und diese Folge wollen wir einmal diese Expedition da wagen, wo Sunny einfach hingelaufen ist zufällig, weil sie wollte nicht die Toiletten nutzen in ihrem Ferienhaus, sondern im Freien die Toiletten. Muss man nicht verstehen, aber dadurch wissen wir, dass wir auch so einfach hinlaufen können und wir trotzdem mit den Sim-Kindern auch noch interagieren können. Finde ich sehr, sehr cool. Und dann hat morgen Sunny auch noch Geburtstag. Dementsprechend werden wir auch heute die Expedition wagen, wenn sie natürlich ein bisschen fitter ist und ausgeschlafen ist und ein bisschen was gegessen hat, dann ja. Und... am Abend werden wir vielleicht unseren netten Burschen nochmal einladen, den wir kennengelernt haben, dessen Namen ich vergessen habe. Uh-oh. Und ich denke mal, dass sie in Techtelmechtel bzw. probieren, ein Kind zu bekommen, dann in der Nacht auf Sonntag haben, dass sie quasi an ihrem Geburtstag dann auch schwanger wird von ihm. Das ist quasi das letzte Urlaubsgeschenk, wenn man so will. Dann... am Sonntag fahren sie nach Hause und Sunny wird einen coolen Spa-Day haben. Da werden wir mit ihr die Nägel lackieren lassen und sie bekommt das komplette Verwöhnprogramm. Und am Abend kommen dann alle Familienmitglieder, ich versuche es, vorbei und feiern dann ihren Geburtstag. Also
Ich hoffe, es wird cool. Es wird bestimmt chaotisch werden, aber so habe ich das zumindest vor. Ich bin gespannt, wie es wird. Und? Ach so, wir müssen ja erstmal gucken, wie die Leute stehen, ne? Wäre ja auch gut. Also, Kiri ist ja eigentlich ganz gut dabei. Wie steht es denn in der Schule eigentlich? Ja, wir könnten ein Schulprojekt oder sowas mit ihr machen lassen, aber vielleicht hier nichts, vielleicht morgen, wenn sie dann nach Hause kehrt. Du bist ja genauso, oder? Ja, ja, Level 4, fein, fein. Und ihr beiden, ihr braucht noch Töpfchen, Denken und Bewegung. Und du, Töpfchen und Bewegung und Fantasie. Aha, aha. Ihr könnt ja weiterarbeiten. Vielleicht könnt ihr auch schon zu Kinder werden im Urlaub. Das wäre doch fesch, oder? Total, Sandra, total wäre das fesch. Dann kannst du ja ein bisschen spielen, um mit deiner Fantasie ein bisschen voranzukommen. Und du musst aus Töpfchen, kannst du ja machen. Gehst mal aufs Töpfchen, dann kannst du was essen. So, stellen wir hier hin. Zack. Danach, nach dem Töpfchen isst du was. Und dann brauchen wir noch... Ach, denken war das auch. Okay, dann, wenn du das getan hast, dann kannst du hier an die Blöcke gehen. Gut. Oh, Julian ist es, den wir haben wollen. Noch nicht Julian, später. Später kommst du noch zum Zuge. So, Marlon, sehr gut. Und dann, wenn du durch bist, gehst du schlafen. Und ihr beiden macht es gut, was auch immer ihr macht. Weil wir ziehen dann mal los. Hier ist ja das gewesen. Und auf geht's und durchreisen. Nee, ich möchte nicht zu dir rüberkommen, Lisa. Ich bin im Urlaub. Was denkst du denn, was ich hier mache? Spaß haben? Nein, nein, nein. Und, oh, nee, gehen wir noch nicht durch. Du musst noch auf Toilette gehen. Jetzt geht noch mal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Okay, wir sind jetzt hier und wir können hier so lang gehen, oder? Ja. Was auch immer hierher kommt. Hier, guck mal. Mach mal mit Machete frei. Mach mal. Sehr gut. Zeig es den Ästen. Auch beste Dschungelkleidung hat sie an, muss ich sagen. So würde ich auch dahin gehen zum Dschungel und mit einer Machete dort arbeiten. Sunny schwingt die Machete ein wenig zu enthusiastisch durch die Ranken, sodass sie ihr aus den Händen fliegt und für immer im Dickicht des Dschungels verschwindet. Oh no! Durch den Dschungel kommt Sunny an einem Wasserloch vorbei, wo sie eine Gruppe Capybaras erblickt. Sie bemerkt, wie sich ein großer Bienenschwarm... aber wir haben keine hohe Fitnessfähigkeit. Nicht, dass sie stirbt dabei. Oh nein! Sie kommt doch auf Sandy zu. Oh no. Guck mal, die Bienen sind hier. Oh no. Also wir haben die Machete nicht mehr. Das ist ja ein bisschen doof, ne? Dieser Weg ist gesperrt und kann auf dieser Reise nicht geöffnet werden. Vielleicht öffnet er sich ja im nächsten Urlaub. Okay. Versuch mal hier mit deinen Händen da frei zu machen. Wo sind wir eigentlich? Ah, guck mal, hier ist ein Tempel. Oder was auch immer das ist. Hier sind Skelette. Kriegst du das hin? Ich weiß gar nicht, was trainierst du denn jetzt gerade eigentlich? Gartenarbeit? Ernsthaft, das ist Gartenarbeit, was du hier gerade trainierst? Ich dachte Fitness. Okay, wir sind jetzt nochmal durch. Oh, wir müssen auch mal auf die Uhr schauen, ne? Oh nein, Julian! Aber wir haben ja noch Zeit. Hohe Archäologiefähigkeit führt zu besserem Ergebnis. Ja, haben wir gar nicht, ne? Wir können ja mal all bewachen. Also wir haben null Archäologiefähigkeit. So, Sunny erinnert sich vage an eine Legende über eine aus einem seltenen... Lalalala, sie entscheidet sich... Schläft jedoch ein. Sie schläft ein! Als sie aufwacht, findet sie nur noch ein leeres Ei vor. Die Kreatur und der Vogel sind verschwunden. Oh oh. Ja, ja. Wir reisen mal hin. Lass uns alle mitnehmen. Ich glaube, das ist ein Ort, wo wir die gesamte Familie mitnehmen. Auf jeden Fall. Das ist ja auch Essenz der Challenge, dass wir, wenn wir irgendwo hinreisen, wenn es halt nicht der Grund ist, dass wir einen Lover suchen, müssen wir eigentlich immer mit der gesamten Familie verreisen. Der Spa-Day wird für mich eine Ausnahme sein, weil das Sunnys Geburtstag ist und Geburtstage sind eine Ausnahme. Oh, guck mal, hier ist Camelo. Wir sind hier an einem Badeort.
schicker Badeort. Das ist auch versperrt. Und wir können hier quasi baden. Ja, dann baden wir alle mal zusammen. Auf den schönen Abend zusammen. Und wir sind ja alles eine Gruppe, zusammen hier hinschwimmen. Die Kleinkinder sind natürlich ein bisschen außen vor, aber die freuen sich. Guck mal, wie süß sie sind. Sie freuen sich hier. Das ist doch, also dafür, dass wir das nicht eingeplant haben, ist das doch der schöne letzte Abend hier, ne? Finde ich. Was machst du da? Wo willst du da hin? Achso, du jagst einen Schmetterling hier. Das ist süß. Könnt ihr gerne machen. Aber dann würde ich sagen, es ist schon spät, ihr Kids. Es war schön mit euch allen hier. Was? Der Weihnachtsmann war hier? Okay. Und wir reisen wir alle zurück. Und wir versuchen jetzt nochmal unseren Loverboy anzurufen. Und ihn nochmal zu einem Techtelmechtel zu überreden. Denn Sunny hat ja Geburtstag in 30 Minuten. So, ihr beiden. Oder ihr beiden. Alle. Besser gesagt. Ihr könnt euch ja mal hier ein bisschen drum kümmern. Um eure Needs und so. Du kannst ja auch was essen. Und dann geht's auf Toilette für euch beide. Töpfchen, Töpfchen, Töpfchen. Vielleicht schafft ihr es ja auch noch, Kinder zu werden jetzt. Das wäre doch ein schöner Abschluss vom Urlaub. Und du, meine Liebe, du rufst jemanden an. So, ich hoffe, er kommt noch vorbei, ne? Zum gemeinsamen Urlaub einladen. Was? Ich will ihn doch nur hier haben. Ich dachte, er kommt, kann einfach vorbeikommen. Schwierig. Schwierig. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall schon mal eine Torte. So, die Kleinkinder sind jetzt voll gefressen. So, Torte sollte dann auch durch sein. Und Töpfchen ist auch gleich durch bei Gucci. Sehr gut, Gucci. Und Marlon, du musst hier noch ein bisschen zeigen, was in dir steckt. Aber du schaffst es schon. Und oh, Sunny hat Geburtstag heute. Oh, Sunny hat heute Geburtstag. Ah, die Torte ist nicht für dich, wo sie... Muss halt noch eine Torte backen. Mann, Mann, Mann. Und Sunny, bitte nicht essen diese Torte, ne? Unnötige Kalorien. Ja, ich weiß, dass die unnötig waren, dass du das gegessen hast. Du solltest es auch nicht essen, du Nuss. So. Dann machst du hier mal ein Nickerchen, bitte. Marlon wird es ja wohl hoffentlich bald mal schaffen, oder? Hast du es geschafft, Marlon? Ja! Ich habe entweder die Anzeige verpasst oder ich habe es vercheckt. Es kann beides sein, wohlgemerkt. Dann nicht Portion nehmen. Nein, 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 nein. Dann geht's jetzt los. Marlon, wirst noch im Urlaub älter. Ist das nicht schön? Marlon ist älter geworden. Laktoseintolerant. Okay. Siri, wähle eine Nummer zwischen 1 und 4. Die Antwort lautet 3. Erstmal gegen das Mikro geschlagen. Motorik. Laktoseintolerant und Motorik-Kit. Okay. So, und jetzt kommt Gucci dran. Gucci ist ordentlich. Okay. Wähle eine Nummer zwischen 1 und 4. Das ist 1. Kreativität. Okay. Sehr schön. Ja, wir feiern natürlich den Geburtstag von Sunny mit einer wilden Party. Denn dann würde ich sagen, dass wir den Urlaub beenden. Dass wir jetzt alle nach Hause fahren. Es war ein sehr, sehr schöner Urlaub. Wir haben auch ein bisschen was Neues kennengelernt in dem Dschungel. Und hatten ein schönes Bad mit allen. Außer natürlich den Kleinkindern, die da vorher noch waren bei Ü. Aber ja, wir fahren jetzt nach Hause. So, natürlich stürmt es hier. Aber ihr seht hier das vorläufige, beziehungsweise das veränderte Zuhause jetzt, was ich on stream gemacht habe. Wir haben hier so einen Gartenbereich jetzt mal mit so einem kleinen Gewächshaus, einen Pool und dann auch noch ein bisschen Spa-Bereich beziehungsweise Fitnessbereich hier. Ist alles noch nicht final, aber ja, sieht ein bisschen anders aus, würde ich einfach mal ganz dreist behaupten. Ist ein riesen Grundstück, deswegen finde ich das umso schwieriger und
das, was das da ist, verdrängt das einfach. Ah gut, dann ihr Lieben, ist es soweit. Wir könnten natürlich auch, obwohl wir haben hier nur eine Massageliege. Ich finde, sie sollte halt schon an ihrem Geburtstag, obwohl habe ich überhaupt ein Spa? Moment, ich muss glaube ich noch ein Spa bauen. Moment. Ich meine, ich habe auch überlegt, also wir können ja auch mit allen zusammen ins Spa reisen, weil alle Kinder könnten dort auch interagieren. Ich meine, warum sollten wir mit ihr alleine hinreisen? Weil sie ist ein Familienmensch und sie kann ja auch mit allen verreisen, ne? Also, warum nicht? Die können ja alle mitmachen. Wir machen einfach ein Familien-Spa-Day. I don't know who gave your family permission to all be so cute. I'm dropping stuff. It's okay. We're acting like it didn't happen. But then you're right there for the save. Love my Lex. Let's go. Also wir werden so bis ungefähr Nachmittag hier bleiben. Und die Kids können hier irgendwas machen bestimmt. Ich guck mal, was es hier so gibt. Ihr alle macht erstmal Yoga. Damit ihr schön entspannt. Und du bist zwar hundemüde, aber du kannst auch irgendwo schlafen. Ist mir egal, wo. Weil ihr schlaft dann irgendwo. Und du, meine Liebe, kommst mal hierher und du kriegst erstmal eine Maniküre. Hallo, ich will eine nicht eine Fußmassage, ich will eine Pediküre. Hier, frag sie mal bitte. Hallo, Tilly. Na, fremdgegangen? Aber Tilly. Nicht flirten hier. Pedikürenstil. Ich finde es rot. Dann machen wir auffällig. Machen wir rot. Was machen wir jetzt eigentlich? Pediküre oder? Ach, Pediküre. Hätte ich mal darauf achten können, was ich hier auswähle. Die Sims-Füße sehen immer so witzig aus. Guckt euch das an. Diese Füße. Realistisch, so sehen meine Füße auch aus. Mhm. Ja, trotzdem, jetzt bekommt sie endlich mal ein Verwöhnprogramm. Hat sie auch wirklich verdient. Er ist richtig aggressiv. Er wollte uns eigentlich bedienen. Aha, wer ist denn hier? Layla. Aha, Layla. So, dann kriegen wir natürlich auch nochmal Maniküre. Auch von dir, Sergio. Wie wär's? Du bist wütend, aber du musst einen guten Job machen. Ich bitte drum. Hallo? Darf ich jetzt meine Maniküre bekommen? Hui, guckt euch das an, wie viel zur Auswahl steht. Ja, nice. Ich bin für das da. Die baden gerade ihre Hände drin. Jetzt mach uns eine schöne Maniküre, bitte. Aber guck mal, es ist schon 15 Uhr. Oh mein Gott. Okay, du bist ja ganz schön gut dabei. Wie wär's denn, wenn du einfach hier ein bisschen schläfst? Ach so, alle Bänke sind schon von meinen Kindern belegt. Und du meditierst, ich bin sehr begeistert von euch. Ja, ja, du magst nur Edge. Haben wir hier nichts zum Essen? Nee, du kannst nur aufräumen, kannst du nichts essen? Gibt es hier nichts zu essen für Kids? Ach so, wir sollten auch mal gucken, wie das hier aussieht für sie, ne? Ach süß, finde ich schon süß. Ich gucke gerade, ob hier irgend noch was für die Kids zu essen ist. Weil sie ja so viel Hunger haben. Also ich will eigentlich nicht schon gehen, aber irgendwie, ich möchte natürlich auch nicht, dass meine Kids verhungern. Guck mal, unser Kind hier, Patchy, der genießt das hier alles völlig. Der geht richtig auf. So, ich bin jetzt echt auf die Nägel gespannt. Oh, fancy schmancy. Gut, eigentlich hätte ich auch gewollt, dass die Kids hier noch was machen. Also, dass die auch Maniküre und Pediküre bekommen. Das Problem ist, dass alle so nah am Hungertod sterben, dass mir das ein bisschen zu doof ist. Deswegen werden wir den Spa-Day jetzt schon beenden. Sunny, es tut mir leid. Massage bekommst du daheim. Wir können ja... wir können das von unserem Lover dann bekommen. Den laden wir zum Geburtstag ein. Ich dachte, alle gehen jetzt da nach Hause, weil sie in der Gruppe sind, aber habe ich gedacht. Hast du
gedacht? Was? Okay. Ja, wir müssen jetzt alle Kids zurückholen. So. Sie sitzt schon am PC, weswegen auch immer. Du kannst ja mal hier ein bisschen was essen, bevor du stirbst. Und du kannst, keine Ahnung, irgendwas machen. Schlafen vielleicht. Du kommst auch hier hin. Du kannst ja erstmal auf Toilette gehen und dann auch was essen. Du isst auch was. Okay. Schade, dass an ihrem Geburtstag natürlich Gewitter ist, aber gut. Es ist 18 Uhr. Ich würde sagen, wir machen mal kurz die Party. Was machst du? Du bist schon drinne. Was machst du? Was passiert hier? Sunny. Geburtstagsparty! Sunny. Gast. Eigentlich möchte ich eher meine Seelenverwandte einladen und nicht ihn. Wir können ja ihn morgen einladen, wenn sie schon älter ist. Also eigentlich Halia muss schon dabei sein. Halia ist unsere Dame. Und dann laden wir ein paar unserer Kinder ein. Alle kriegen wir ja nicht mit. Oh Gott, wir müssen ja echt noch ein paar einladen. Also Benedikt, Franzi und Alex sind hier noch. Ja, Caterer brauchen wir auch nicht. Alles brauchen wir nicht. So. Und wir feiern natürlich bei uns daheim. So, ihr Lieben, was machst du eigentlich hier? Warst du die ganze Zeit hier daheim? Warum bist du bei mir daheim? Du bist ein bisschen gruselig. Warum bist du da? Warum bist du da? Aber egal. Sunny, erstmal hier Party-Outfit. Und Party. So. Als letztes Mal dieses Party-Outfit. Und dann ist Umstyling angesagt. Und du kochst jetzt bitte was. Nämlich deinen Geburtstagskuchen. Und dann kannst du ja nochmal die restlichen Sim einladen, hier abzuhängen. Okay. Witze erzählen, Sims gleichzeitig verspielt werden lassen. Ich glaube, ich sollte auch nochmal eine Stereoanlage oder sowas kaufen. Ein bisschen Party-Party-Musik. Party! Ja, die Party! Und ein bisschen Party-Party-Musik. Das müssen wir ja haben. So. Aber es kommen alle. Oh, bitte nicht sterben, meine Liebe, wenn du den Kühlschrank ja gerade reparierst. Ja, aber es sind alle sehr viele da, glaube ich. Nicht, dass ich hier noch eine Übersicht habe, aber es sind viele da. Wir haben noch 4 Stunden 30. Es ist noch viel Zeit. Mach mal Geburtstagskerzen. Sehr schön. Du hast Hunger. Nimm mal Reste, dann haben wir das auch schon. Und ich würde sagen, weil es schon recht spät ist und weil eigentlich... Es sind nicht alle Kids da. Wo ist eigentlich unsere Seelenverwandte? Die haben wir auch eingeladen. Wo ist sie? Wo ist sie? Wir haben sie eingeladen, wohlgemerkt. Wo ist sie? Sie ist nicht gekommen. Halia ist nicht gekommen. Sie kann noch kommen. Vielleicht kommt sie noch. Aber das wird mir... Also wir versuchen gerade einiges, damit wir sie vor ihrem Tod quasi bewahren oder sie stirbt. Aber guck mal, sie steht da. Ich lade sie jetzt nochmal so ein. Und wenn sie dann nicht kommt, weiß ich nicht, was dann passiert. Wir erzählen noch ein paar Witze. Ja, Polizistenwitz machen. Alle kommen vorbei. Ich bitte doch drum. Vorher pustet sie nicht diese Sachen aus. Die Kerzen nicht. Nee. Geburtstagssim 1 Spiel spielen. Okay. Sind sie jetzt alle da? Kommen sie jetzt alle bitte? Sie sind echt nicht alle gekommen. Halia ist wirklich nicht gekommen.
Meine Seelenverwandte ist nicht zu meinem Geburtstag gekommen. Ah, gut. Sunny, es ist jetzt der Moment gekommen. Du wirst älter, meine Liebe. Sind jetzt alle da, die kommen wollten. Oh, Sunny. Ja, Sunny. Sunny ist jetzt eine Erwachsene. Oh, Sunny. So, wir rufen jetzt alle zum Essen, dass sie hier da auch essen können. Ja, es sind so viele. Guckt euch das an, wie viele von unseren Kids da sind. Oh mein Gott, der Kuchen ist halt ratzifatz. Oh, guck mal, da sind doch so viele andere, die alle keinen Kuchen mehr bekommen. Und ich weiß nicht, was das hier in der Luft ist, aber... Oh, und wir haben das auch in Gold geschafft gerade schon. Ach, guckt euch das an. Das sind alle Sunnys Kinder, die hier rumlaufen. Leider ist Jack nicht dabei. Ach, Mensch. Ich glaube aber trotzdem, dass sie einen schönen Geburtstag hatte. Sie denkt halt so, Halia hatte vielleicht was vor und konnte deswegen nicht kommen. Hat vielleicht auch abgesagt und wir haben das nicht gesehen. Und trotzdem möchte sie halt trotzdem mit Halia was haben. Aber es kann natürlich sein, dass sie jetzt denkt, vielleicht hat ja jemand anders Lust, kurz bei mir vorbeizukommen. Yay, wir haben es geschafft. Danke euch fürs Kommen, ihr lieben Kids. Danke. Ihr seid süß. Danke fürs Kommen. Und es ist gar nicht merkwürdig, so viele Kids zu sehen. Oh. So viele Kinder von uns. Kommt jetzt eigentlich unser Lover? Habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, das Spiel sagt einfach, Sandra, es sind so viele Leute da. Chill mal. Och, guckt euch das an. Julian schläft. Aber gut, dann ist es jetzt die Zeit. Ich gestalte jetzt Sunny um und ihr werdet das im Schnelldurchlauf sehen. Es wird ein bisschen dauern, deswegen Schnelldurchlauf. Bist du bereit, Eddie? Ich nicht. Das Make-up muss ein bisschen weniger werden, allgemein. Ach, Sunny, du bist älter geworden. Ach, Gottchen. Gleich dazu noch Schmuck. Okay, dann haben wir sie umgestaltet. Sie ist jetzt eine Erwachsene, Sunny. Das sind ihre Outfits. Ich habe versucht, so ein bisschen Mom-Vibes irgendwie einzupassen. Ich finde das hier immer noch sehr, sehr sexy, aber halt erwachsener als vorher. Eine junge Erwachsene-Ära ist zu Ende gegangen. Mal gucken, wie viele Kinder sie jetzt noch bekommt als Erwachsene. Aber sie ist jetzt schön gestaltet als Erwachsene. Schon krass, was Sunny mit ihrem Geld hier, beziehungsweise sie hat das alles erschaffen, quasi. Ja, sie hat das Geld erarbeitet. Das ist wirklich krass, was sie hier aufbauen konnte. So, wenn du fertig gegessen hast, ist es auch Zeit, unseren neuen Lover hier einzuladen. So, Julian, komm mal vorbei. A few moments later. Sehr gut. Dann, er ist auch sofort reingekommen, ne? In Sauna Baby machen. Er hat abgelehnt. Du bist Single, also wir haben uns so die ganze Zeit nicht gesehen. Und jetzt auf einmal lehnst du mich ab. Was ist denn los? He's not a ladies man. Also, das ist mehr als schwierig. Ja? Es hat noch nie jemand Nein gesagt zu mir. He prefers the company of men. Who doesn't? Okay, wir
küssen ihn jetzt die ganze Zeit. So, bis wir hier wirklich ein Baby machen können. Oder liegt es an der Sauna? I have the feeling this man is gay. Wo ist er denn jetzt, dieser Kerl? Sehr, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie sehr der mich nervt. Müssen wir, also ich möchte halt jetzt gerne ein Baby machen, dass sie schwanger ist. Kannst du das bitte schaffen? Jetzt. Na, endlich. Dass ich ihn anbetteln musste quasi. So, geht mal hier rein. Hab mal ein bisschen Spaß in der Sauna. Ey, und dann, wenn sie schwanger ist, sofort weg mit dem. Und falls ihr die Orte nicht kennt, wo man tichte Mächte haben können. Ich habe die einmal schon vorgestellt und ich verlinke euch mal das Video dazu. Da wir gerade von heiß gesprochen haben, das hat ja mit Sims 1 angefangen, mit dem sehr extravaganten Bett. Ich finde es vor allem super witzig, wie die beiden dann aus der Dusche steigen. Total erschöpft. Ich hoffe, sie ist schwanger. Ich möchte nicht nochmal mitgehen. Er muss jetzt auch los. Also ich hoffe, er hat performt. Na Gott sei Dank, sie ist schwanger. Yay! Und sie geht ihm jetzt sogar noch hinterher. Das hätte ich nicht gemacht. Er ist, jetzt geht so happy. Gut, aber die Kids sind jetzt auch zurück. Können wir ja mal gucken, was so los ist bei denen. Zweier. Patchy ist Einser. Ja, Patchy, sehr gut gemacht. Aber du musst auf deine Schwester warten, mein Lieber. Und sie haben noch nichts geschafft. Okay. Und damit beende ich die Folge. Es war wieder sehr spaßig. Sunny ist erwachsen geworden. Sie hatte ein, ja, würde ich sagen, schon gutes Geburtstagsfest. Es waren einige da, ihre Seelenverwandte nicht. Das fand ich, also Halia, da muss ein guter Grund sein. Weil wir ackern jetzt gerade wirklich hart, dass wir sie dann auch in unserem Senior, also im Seniorenalter, als Partnerin haben können, heißt, dass wir sie wieder beleben können oder wieder zum Leben erwecken können und sie kommen nicht zu unserem Geburtstag. Aber vielleicht hat sie ja in der nächsten Folge eine Ausrede dafür. Mal gucken. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Bis dann!